Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, was wieder völlig spontan und ungeplant kam. Ich habe gestern selber was konsumiert und da fiel dieser eine Satz, dass man als Mutter kreativer im Wie werden muss. Kreativer werden muss, wie kann ich mir Raum für mich in meinem Mama-Alltag schaffen. Es ging auch gar nicht um den Kontext Mama sein, es fiel einfach so und ich dachte, okay, machen wir doch darüber mal ein Video, wie du dir Mama-Auszeiten schaffen kannst, nämlich indem du kreativer wirst, was das Wie angeht. Und das, was ich dir jetzt hier gleich als Beispiele nenne, als Möglichkeit nenne, ist auch zu nutzen, nicht nur Freiraum für mich, um Dinge zu tun, die mir Spaß machen, sondern wir haben auch immer so viel, was wir gern konsumieren wollen. Das kenne ich ja selber, den Online-Kurs und den Podcast. Weil ich will mich ja weiterentwickeln, ich will mich verändern. Und auch dafür sind diese Tipps wirklich sehr, 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 sehr hilfreich. Also egal, was es bei dir ist, ob es schon dabei anfängt, dass du überhaupt gar keine Zeit für dich findest im Mama-Alltag oder eben, dass du sagst, boah, ich würde gern den Online-Kurs machen oder den Podcast mehr hören und mehr über Selbstliebe, Weiblichkeit, was auch immer erfahren. Aber auch dafür fehlt mir der Raum. Dafür sind die Tipps gut. Ich habe eine Notiz in meinem Handy gemacht. Und der erste Pro-Tipp, den ich geben möchte, sind Kopfhörer. Und zwar Noise-Canceling-Kopfhörer. Ich weiß, die gibt es, glaube ich, auch als In-Ear. Aber ich liebe die wirklich großen, weil das für mich tatsächlich auch bequemer ist zu tragen. Ich kann die viel, viel länger tragen. Ist ein besseres Trageerlebnis. Aber auch im Alltag mit den Kindern hat sich das für mich eher bewahrheitet. Und diese Kopfhörer trage ich jeden Tag in den unterschiedlichsten Situationen, um mir eben mehr Raum und Möglichkeiten für mich zu schaffen. Und dazu kommen wir jetzt gleich. Nämlich, was du ja in deiner Mama-Me-Time machen kannst oder eben auch, um dich weiterzuentwickeln, sind Hörbücher hören, Podcasts hören, YouTube-Videos hören, Online-Kurse, ne, die gibt es ja auch in Audioform oder auch die Videos zu konsumieren, immer und überall. Das kann eben mit solchen Kopfhörern sein, Kinder spielen irgendwas, du hast die Kopfhörer auf und da kommuniziert mir, hey, wenn du was von mir möchtest, kannst du gerade nicht nach mir rufen, du musst kommen, mich antippen und dann können wir zusammen in den Austausch gehen. Ist sowieso auch, die Kinder brauchen uns ja nicht ständig, aber diese Hintergrundgeräusche sind dann so schwierig und deswegen sind diese Kopfhörer, das war für mich ein Gamechanger, seit ich die habe. Ich verlinke euch mal in der Infobox welche. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Und dann wirklich immer, wo sich so Möglichkeiten bieten. Während der Einschlafbegleitung. Bei irgendwelchen Wartezeiten. Wenn ihr das Kind zum Sport fahrt und dann noch eine Wartezeit habt, bis ihr es halt wieder mit nach Hause nehmen könnt. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Auf dem Spielplatz. Wie oft ich auch mir ein Hörbuch mitgenommen habe. Die Kinder haben gespielt und ich habe das gehört. Ich habe die gesehen, ich hatte Blickkontakt, es hat alles wunderbar funktioniert. Also so Dinge zu konsumieren und zu hören, fällt mir nicht mehr schwer. Weil ich wirklich immer Raum dafür in meinem Alltag finde. Beim Kochen, beim Putzen, beim Einschlafbegleiten, wo auch immer, beim Spazierengehen. Was ich zum Beispiel auch schon gemacht habe, die Kinder waren auf dem Spielplatz. Ich habe mir die Kopfhörer aufgesetzt und habe eine Gehmeditation gemacht auf diesem Spielplatz. War ein relativ großer. Das heißt, ich habe da meine Runden gedreht mit einer Gehmeditation auf den Ohren und die Kinder haben gespielt. Und ich hatte im Beisein meiner Kinder Raum für mich, weil man kreativ geworden ist. Super ist natürlich auch immer, wenn ihr das mit was Bestehendem verknüpft. Wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, immer bei der Einschlafbegleitung, die ich eh mache, höre ich dieses oder jenes. Immer beim Kochen fange ich mir jetzt an, nebenbei YouTube-Videos anzugucken zum Beispiel. Was habe ich mir noch aufgeschrieben beim Spaziergang? Ihr habt eh vor, 10.000 Schritte am Tag zu machen. Dann verbindet das noch mit einem Podcast über Weiblichkeit zum Beispiel, den ihr nebenbei hört. Dann könnt ihr einen Pakt mit Freunden schließen. Also das habe ich zum Beispiel auch schon für mich genutzt, zu sagen, hey, wir wollen beide mehr Freiraum in unserem Alltag. Am Mittwoch bringe ich meine Kinder eine Stunde zu dir. Und ich habe eine Stunde Zeit für mich, um irgendwas zu machen. Und am Freitag bringst du deine Kinder für eine Stunde zu mir und du hast eine Stunde Zeit, was zu machen. Auch das ist eine Art von Kreativität. Kreativ werden, um sich Freiraum im Mama-Alltag zu schaffen.
dann immer auch kleine Zeitfenster sinnvoll nutzen. Dazu passt wieder das letzte Video, was ich gemacht habe, zum Scrollen am Handy. Dieses, ah, ich habe jetzt nur 10 oder 15 Minuten, na dann scroll ich halt da durch. Nee, in 10, 15 Minuten kannst du eine Meditation gemacht haben, eine Yoga-Einheit gemacht haben, deinen Vagusnerv stimuliert haben, Journaling geschrieben haben, gezittert haben, du kannst einen Podcast gehört haben, du kannst eine Einheit bei einem Online-Kurs gemacht haben. Und das hat einen viel größeren Effekt, als wenn man diese kleinen Zeitfenster von 10, 15 Minuten einfach verschwendet. Weil das ist es einfach. Indem ich die nicht effektiv nutze, verschwende ich die für mich. Und es muss nicht die eine Stunde sein. Es können wirklich diese 10, 15 Minuten sein, wo ich habe quasi in meinem Kopf eine Liste von Dingen, die so 10, 15 Minuten Zeit brauchen. Und wenn sich mal spontan irgendwo ein Zeitfenster ergibt, mache ich was von dieser Liste. Oder eben, ich weiß, immer abends habe ich nochmal so ein Zeitfenster von 20, 30 Minuten. Und dann nehme ich auch was von dieser Liste. Also auch sich im Vorfeld mal Gedanken zu machen, was will ich? Was will ich da konsumieren? Was will ich verändern? Was sind die Schritte dahin? Um das dann in solchen spontanen Möglichkeiten, die sich bieten, auch anwenden zu können. Und da halt wirklich dieses Aufhören zu glauben, dass es viel Zeit braucht, sich Raum für sich im Mama-Alltag zu nehmen. Ich habe zum Beispiel so eine Journal-Routine, die mache ich immer abends, da geht es ums Thema Wertschätzung. Das heißt, ich schreibe jeden Tag Dinge auf, wofür ich mich anerkennen kann, wofür ich mich wertschätze. Das braucht 5 Minuten. Und es hat einen unglaublich großen Effekt auf dich und deinen Alltag. Und natürlich müssen wir auch gucken, warum habe ich das denn? Warum habe ich denn die Glaubenssätze, das braucht viel Zeit? Oder ich habe die Zeit nicht, ne? Weil da vielleicht so Sachen dahinter stecken, wie ich muss mir das erst verdienen oder ich muss immer was zu tun haben. Ich werde nur geliebt, wenn ich Leistung erbringe. Also es ist immer gut, tiefer zu gucken, sich seine Glaubenssätze anzugucken und mit denen zu arbeiten und die durch andere positive Glaubenssätze zu ersetzen. Wenn ihr dazu noch mal ein ganz konkretes Video haben wollt, dann kommentiert es an der Stelle jetzt bitte sehr, sehr gerne. Also, ne, es ist immer auch, was liegt dahinter. Es gibt immer ein, warum nehme ich mir die Zeit nicht, weil wir haben die Zeit alle. Ich beweise euch das jeden Tag, indem ich als Alleinerziehende Zeit für mich im Alltag finde, viel Zeit für mich im Alltag finde. Also wir haben alle die Zeit. Die Frage ist nur, warum nutzen wir sie nicht? Oder warum nutzen wir sie nicht richtig? Warum ist es uns noch wichtiger, in der Zeit zu putzen zum Beispiel oder eben am Handy zu scrollen? Also auch das darf man sich immer bei solchen Themen mit angucken. Und dann habe ich mir nochmal ein paar Dinge aufgeschrieben, die man gut mit Kindern tun muss. Gerade wenn die Kinder noch sehr klein sind, sind die ja permanent bei euch. Oder ihr sagt dann, ja gut, wenn die dann abends endlich schlafen, bin ich auch einfach müde. Aber auch da, wenn dieser Müdigkeitsfaktor kommt, sage ich immer, das ist einfach nochmal den Arsch zusammenkneifen und nochmal 10 Minuten meditieren. Ich schlafe danach sowieso besser. Oder nochmal 10 Minuten Yoga am Abend zu machen. Das sind dann auch spezielle Übungen, die sehr entspannend nochmal wirken. Also auch da kann man nochmal Zeit für sich nutzen. Und wenn ich jetzt 5 Seiten in meinem Buch gelesen habe, ist immer noch besser, als wenn ich gar nicht gelesen habe. Also es ist immer besser, was Kleines zu machen, als es gar nicht zu machen, weil die Ausrede größer ist, ach, ich bin da ja schon so müde. Aber ich habe jetzt nochmal ganz konkret Sachen rausgeschrieben, die auch ich mache, wenn meine Kinder bei mir sind, wenn die neben mir sitzen oder wenn die das einfach mitmachen. Wir machen zum Beispiel zusammen Yoga. Dann speziell Yoga für Kinder, weil das dann einfach auch für die Übung besser passt, weil das besser angeleitet ist. Aber in dem Moment habe ich trotzdem Yoga gemacht. Mein Vagusnerv stimulieren. Ich setze mich da einfach neben die und mache die. Die kennen das schon. Aber ich mache das auch mit den Kindern zusammen, dann in einer abgewandelten Form, weil das auch für die Kinder sehr, sehr gut und wertvoll ist. Zu Vagusnerv stimulieren, das Video, das bekommt ihr, ich glaube, diese oder nächste Woche. Ich habe es gerade nicht so richtig im Kopf. Das kommt bald. Dann gibt es bei uns immer den Feierfreitag. Also immer freitagabends haben wir so ein Ritual, wo wir für uns aufschreiben, wofür können wir uns anerkennen, was sind unsere Erfolge von dieser Woche, welche Hürden haben wir gemeistert, was haben wir richtig toll gemacht und wofür können wir uns feiern. Das ist für uns als einzelne Person sehr, sehr wichtig, aber das kann man halt auch einfach mit seiner Familie zusammen machen. Orakelkarten kann man genauso mit den Kindern ziehen, wenn ihr das gern für euch machen wollt. Mit Heilsteinen arbeiten kann man mit den Kindern zusammen machen. Ihr könnt selbst meditieren mit den Kindern zusammen, weil es auch Meditationen für Kinder gibt, die uns unglaublich gut tun. Ihr könnt, ne, eure Kinder sollen zum Beispiel lernen, den Umgang mit ihren Gefühlen, vor allen Dingen mit negativen Gefühlen wie Wut und Traurigkeit.
Und weil wir das ganz oft nicht gelernt haben, wir sind halt leider noch diese Generation, kann man das mit den Kindern zusammen lernen. Also deswegen ist ja mein Online-Kurs für Kinder nicht nur für Kinder, sondern für Kinder und deren Eltern. Weil indem dein Kind in diesem Kurs lernt, mit seinen Gefühlen umzugehen, lernst es auch du, weil du ganz automatisch einfach dabei mitmachen kannst und das auch für dich lernen kannst. Diesen Kurs verlinke ich dir gerne nochmal unten in der Infobox. Also das ist halt für Kinder gemacht, ne? Greifbarer für Kinder und für Kinder angesprochen. Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Umgang mit negativen Gefühlen. Was kann ich tun, wenn ich wütend oder traurig bin? Und ganz oft müssen wir das als Eltern auch erstmal lernen. Und dann ist doch mega, das zu verknüpfen und einfach zusammen zu machen. Und dann habe ich auch da wieder diesen Raum für meine Weiterentwicklung, für meine Heilung. Ich hoffe, diese Tipps konnten euch helfen. Ich hoffe, es war irgendwie, irgendwo ein kleiner Tipp für euch dabei. Wenn ihr selber noch Tipps habt, wie man anders noch kreativ sein kann in seinem Freiraum als Mutter, in seinem diesen Raum nehmen im Mama-Alltag, dann kommentiert das sehr, sehr gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt und teilt meine Videos gerne mit Menschen, für die die auch sehr hilfreich sein können. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, wenn ihr ein bisschen mehr Wertschätzung noch zusätzlich schenken wollt, gibt es unten in der Infobox immer einen PayPal-Spendenlink, über den ihr mir zum Beispiel einen Kaffee ausgeben könnt und so weiter diese kostenlosen Inhalte hier auf YouTube ermöglicht. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis bald. Tschüss!